Willkommen in Potter's Bluff. Herzlich willkommen zu einem Video bei Potter's Bluff Reviews. Heute geht es wieder um House, aber nicht um diese Box. Die habe ich euch ja schon vorgestellt. Könnt ihr gerne das Video am Ende hier schauen, das verlinkt ist. Wunderschön fettes Teil von NSM hier veröffentlicht mit allen vier Teilen in 4K und einem fetten Buch. Alle Kontroversen dazu gibt es natürlich auch in dem Video. Jetzt gibt es aber den Soundtrack. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Vor längerer Zeit ist dieser Soundtrack zu House 1 und 2 schon erschienen von Waxwork Records. Und das habe ich total vergessen. Ich wollte es in einem anderen Video eigentlich mit einbauen. Hab gedacht, nee, da stelle ich euch jetzt die Platte nochmal extra vor, weil jedes Waxwork Release ist ein Einzelvideo wert. Das muss man wirklich betonen, wie gut die sind. Wir haben hier Teil 1 und Teil 2 in einem, weil die Soundtracks sind von Harry Manfredini. Und wir haben hier zwei Platten drin. Harry Manfredini natürlich schon öfter zusammengearbeitet mit Sean S. Cunningham, natürlich beim berühmtesten in den ersten 8 Teilen von Freitag der 13. Da hat er natürlich seinen unverkennbaren Sound geliefert. Ich finde, Harry Manfredini ist kein Filmkomponist, der eine große Variety hat von, sag ich mal, Klängen. Man hört sofort, dass es ein Harry Manfredini-Score ist. Es ist immer der gleiche Style, finde ich. Aber er hat auch ein paar coole Ideen. Er hat auch dann auch Swamp Thing gemacht, also das Ding aus dem Sumpf von Wes Craven. Er hat die Todesparty 2 gemacht und viele andere coole Horrorfilme. Und natürlich unter anderem auch die House-Filme. Und da bin ich natürlich sehr, sehr geil drauf gewesen und möchte euch jetzt das Ding erstmal von der Nähe vorstellen. Und dann geht's zu meinem Fazit. So, dann bekommt man an diesem sonnigen Tag wieder hier in der Ansicht. Wir haben hier House 1 und 2 von Waxwork Records auf Vinyl. Und ich zeige jetzt hier in der Ansicht natürlich das wunderschöne Cover, das hier wunderschön Design ist. Man hat das Haus toll eingefangen. Und hier mal ein endlich neues Cover-Artwork entworfen, was wirklich das Schönste ist seit dem Original. Das Original ist natürlich extrem ikonisch, aber das hier wandelt es toll ab und macht eine coole Idee. Hier haben wir, ja genau, Soundtrack von Harry Manfredini. Auf der Rückseite haben wir quasi ein Cover zu Teil 2 mit einem wunderschönen Western-Cowboy und hier House 2, The Second Story. Auf der ersten Disc, auf der ersten Vinyl haben wir, wie gesagt, Teil 1 und auf der zweiten natürlich Teil 2. Sehr schön gemacht. Der kam schon 2017 raus, so lange ist das schon her. Aber wie gesagt, jetzt wurde ein Re-Release von der Housebox von NSM. Ihr wollt euch das natürlich nicht im Vorenthalten und das alles raus. Und ihr seht schon, Waxwork arbeitet seit Jahren auf so einem hohen Niveau, dass es fast schon wehtut. So, haben wir noch irgendwelche Innerstings? Ah ja, hier war der Sticker, der außen drauf angebracht war, House 1 und 2, 180 Gramm Colored Vinyl, auch von Ghoulish Gary Pullen, wie ich letztens ja schon gezeigt habe, Funhouse, das ist am Ende hier verlinkt. Ja, und hier habt ihr dann den Soundtrack auf Gold-Vinyl. Mit schwarzen Sprenklern und hier dieser glühende Kopf aus Teil 2. Das ist dann auch wahrscheinlich House 2, ja. The Second Story. Könnt ihr das festmachen. Und hier beim ersten finde ich auch genial die Idee von dem Label. Man hat hier quasi die Klingel. Ding dong! Und kann dann quasi mit der Nadel die Klingel betätigen. Sehr schön. Und hier haben wir House, den ersten Soundtrack. Auch gemastert auf 45 Umdrehungen. Sehr schön. Was sehr cool ist und ja, so klingt Harry Manfredini Score doch sehr, sehr geil. Ja, dann schauen wir uns nochmal kurz die Spine an, die habe ich noch nicht gezeigt. Hier sehen wir House 1 und 2, sehr schön, von Waxwork. Hier haben wir Nummer 40. Ja, es ist schon etlich her, also habt ihr gesehen, jetzt die, ich glaube, Funhouse war 177 oder sowas. Ist schon wieder einige Zeit her. Wow, 2017, Zeit verfliegt, ey. Wahnsinn, ja. Das war's zu House hier in der nahen Sicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ein wunderschöner Soundtrack. Und ja, das war's hier. Und ich gehe mal kurz zurück zum Fazit. Ja, ihr seht, wunderbar durchdesignt und im Vergleich zu der NSM-Box ist qualitativ natürlich ein bisschen feiner gearbeitet. Ich mag die NSM-Box, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, es handelt sich um 4K-Upscales. Obwohl ich immer noch sagen muss, besser sahen die ersten zwei Teile nie aus. Nie. Nicht mal auf den Arrow Blu-rays. Und das ist aber jetzt egal. Ich finde diesen Soundtrack hier göttlich und bin auch sehr, ja, freut mich, euch das mal gezeigt zu haben, denn hier ist so viel zu entdecken gewesen und ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und da ich ja auch gesagt habe, ich mache wieder vermehrt Soundtrack-Releases, wollte ich euch diesen Film dazu zeigen, weil es gerade passt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und geht nicht ins Haus. Ciao!